freue mich sehr, dass ihr jetzt alle da seid und freue mich auf diese Tage mit euch und diese Woche. Ja, wir haben ein paar Themenverbindungen, die so für uns zu unseren wirklich Lieblingsthemen gehören. Die Ericssonsche Arbeit ist bei uns ja älter als die Beschäftigung mit den ganzen Gruppensimulationsverfahren und viel älter als die Beschäftigung mit der Aufstellungsarbeit. Und unter den Formen der Ericssonschen Arbeit gibt es einige von den Impulsen, die von Stephen Gilligans Self-Relations-Arbeit ausgingen, die uns besonders lieb waren. Das wird hier so ein Thema sein, wo wir nur bestimmte, sehr eng begrenzte Übungsformen rausnehmen. Also es geht jetzt hier nicht um eine Nebenbei-Einführung in Gilligans Arbeit. Das wäre dann allein eher eine ganze Woche und nichts Übriges dann. Aber wir werden einige für uns besonders fruchtbare Elemente rausnehmen und andererseits die ganze Strukturaufstellungsarbeit selber so betrachten. Kann ja gesehen werden als ein hypnotherapeutisches Verfahren. Das heißt, man kann mit den ganzen hypnotherapeutischen Begriffen die Strukturaufstellungsarbeit auch beschreiben. Und so wäre das eine andere Art, eine andere Sichtweise, sie überhaupt anzugehen. Und diejenigen, denen so hypnotherapeutisches, eine hypnotherapeutische Ausbildung schon gemacht haben, für die wird es dann einfacher, ja, weil sie dann diese Verbindung haben. Und dann kann man oft, wenn man irgendwo vielleicht zögert, sich überlegen, ja, was würde man dann in der Hypnotherapie jetzt machen? Und dann kann man das quasi übersetzen. Und wir haben jetzt gerade so 4 Tage lang mit den Gudrun Kramer und Wilfried Graf, zwei Freunden von uns, die Friedensforscher sind und an Transformation von internationalen politischen Konflikten arbeiten, eben mit diversen Delegationen und Interessengruppen und Politikern und so weiter. Und wir haben da sehr viel so, da wir immer über den Vergleich ihrer und unserer Vorgehensweisen sprechen und den Vergleich der Methoden, uns ist dabei nochmal im Gespräch deutlicher geworden, dass wir eigentlich einen Ansatz haben, der weder top-down noch bottom-up ist. Und top-down in dem Sinne von, wie wir haben einen übergeordneten Begriff und zerlegen in Teilbegriffe und kommen dann allmählich zu den Details und den Folgerungen. Und sehr viele wissenschaftliche Theorien arbeiten ebenso mit einem Definitionssystem, das immer feiner differenziert wird. Bottom-up wäre eher so etwas, dass man sozusagen Einzelfälle nimmt, Gemeinsamkeiten der Einzelfälle sucht, allmählich zu den Oberbegriffen kommt, aber eher von den pragmatischen, den Erfahrungsgesichtspunkten sozusagen zum Allgemeinen kommt. Und wir haben eigentlich so etwas, was nicht eine mittlere Lage ist, wie ein bisschen das eine und das andere, sondern was eher zu so einem netzwerkartigen Denken passt, bei dem es so Prozesse gibt, wo man mit Begriffen in der mittleren Lage anfängt und manchmal nach oben und manchmal nach unten geht. Und dabei entsteht sowas, ein Begriffsgebilde mehr wie ein Stadtplan. Und ein Stadtplan hat keine Reihenfolge. Top-down und bottom-up haben beide Reihenfolgen. Und, aber auch wenn ihr durch eine Stadt geht, jeder einzelne Weg hat eine Hierarchie. Aber die Stadt hat keine Hierarchie. Und es gibt aber immer wieder, man könnte sagen, weil jeder einzelne Weg von uns eine Hierarchie hat, eine Reihenfolge von Schritten, können wir die Illusion entwickeln, die ganze Stadt müsste auch eine haben. Und ich glaube, dass viele Gebiete, viele Verfahren, viele Formen, wo Theorie und Praxis dazugehören, so wie bei dem, was wir machen, durch diese Gewohnheit, dass von oben nach unten oder unten nach oben gehen, diese Möglichkeit eines solchen dritten Wegs übersehen. Der große Charles Sanders Peirce, der für uns ja so in Grundlagen so wichtig ist, als der vielleicht wichtigste moderne Zeichentheoretiker, der unterschied ja neben den deduktiven und den induktiven Schlussweisen auch die abduktiven. Man kann sagen, das Deduktive hat eine gewisse Ähnlichkeit zum Top-Down. Da geht man in gewissem Sinn von oben nach unten. Man hat allgemeine Begriffe und kommt dann, wie bei der aristotelischen Definitionstheorie, wenn es da heißt, Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam, also eine Definition wird gemacht, indem man die nächstgelegene Oberklasse bildet und dann die spezifische Differenz findet. Also man sieht zum Beispiel hier in Piran laufen gerade diverse Möpse herum, ja, und man sieht da also irgendwie so ein vierbeiniges Ereignis, diagnostiziert jetzt aber nicht räumlich ausgedehntes Objekt oder Lebewesen, sondern man sagt schon Hund, ja, und dann hat man eben Differentia specifica, wie eben zum Beispiel ziemlich gedrungene Beine und relativ missmutiger Gesichtsausdruck und auch so etwas schnaufende Fortbewegungsform und dann kommt man also mit verschiedenen weiteren Elementen, nicht sehr wissenschaftlich, zu der Vermutung, es könnte sich um einen Mops handeln. Der ganze Schluss dauert natürlich nur ein paar Sekundenbruchteile, aber trotzdem, das wäre so von oben nach unten.
von unten nach oben wäre eher auch wie Begriffsbildung bei Kindern erfolgt. Also ich habe mein kleines Mädchen sagen hören, da war gerade am Fenster eine ganz kleine Maus, eben ist sie weggeflogen. Nicht? Also offensichtlich war die Begriffsbildung, Maus war einfach noch sozusagen kleines Tierereignis und zwischen Fliege und anderen kleinen Tierereignissen war noch nicht der Unterschied gebildet. Nicht? Und das Induktive, das ist jetzt eher, man hat alle möglichen Einzelerfahrungen und generalisiert mit mehr oder weniger Gerechtfertigung. Wir würden sagen, dass zum Beispiel beim Familienaufstellen enorm viele ungerechtfertigte induktive Schlüsse stattfinden in der Art, wie Hellinger zum Beispiel argumentiert, weil er einzelne Fälle nimmt, dann in einem einzelnen Fall einen Schluss zieht, den man manchmal auch noch als Einzelfall anzweifeln könnte, und dann aus dem Einzelfall sagt, das ist immer so. Nicht? Und herzlich willkommen. Und andererseits wissen wir, dass ein ganz großer Teil unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis und wissenschaftlichen Erkenntnis heute auf verschiedenen Formen von mehr oder weniger gut begründeten statistischen und induktiven Verfahren beruht und dass wir darum eben immer mehr sehen, zum Beispiel, was ist ein gut gewähltes Ensemble, damit man eine Wahlprognose machen kann und sagen kann, so werden die sich verhalten. Peirce hat jetzt eine dritte Art des Schließens hinzugenommen. Und die hat der Umberto Eco auf seine didaktisch oft genialische Weise sehr hübsch mit den Schlussweisen von Sherlock Holmes bei Kriminalfällen verglichen. Also Sherlock Holmes findet eine teilweise zerfranste Socke und teilt dem staunenden Watson dann mit, dass offenbar der Großvater des Täters ein indischer Gurkha war, der eine Vorliebe dafür hatte, Golf zu spielen. Und Watson sagt dann natürlich immer, erstaunlich, Holmes, wie kommst du darauf? Und dann wird genau abgeleitet, warum das... Und ja, was für ein Schluss ist das jetzt? Das ist ein kreativer Schluss auf den Erklärungsrahmen. Das heißt, hier wird der Schluss, ist nicht etwa das, was erklärt, sondern der Schluss sagt, dies ließe sich besonders leicht erklären, wenn die Lage der Dinge so und so gewesen wäre. Und das heißt, das ist der Schluss vom Ergebnis auf den Erklärungshintergrund. Und darum ist das im Verwandt mit dem kreativen Prozessen und dem Schluss, dem Prinzip der wissenschaftlichen Entdeckung. Und Peirce wollte eigentlich mit der Theorie des abduktiven Schließens eine Logik wissenschaftlicher Entdeckungen begründen. Man kann sagen, er war da einfach so zwischen 1870 und 1900 mit diesen Dingen so weit voraus, dass bis heute es immer noch so ist, dass viele von diesen Grundideen von Peirce aus meiner Sicht nicht ganz erfasst worden sind. Und es gibt auch bis heute keine allgemein überzeugende Theorie des abduktiven Schließens. Aber manche dieser Ideen darüber, was Abduktion ist, die haben was mit dieser mittleren Lage zu tun. Und ich habe den Eindruck, jetzt, wenn man immer mehr merkt, wie sozusagen der Art und Weise, wie Netzwerke eine soziale Rolle spielen, wie das zunimmt, dann nimmt auch zu die Notwendigkeit, sich abduktive Schlussweisen anzusehen.